Cracker Info Show, jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info. Cracker.info mit C geschrieben, der Keks auf Englisch praktisch. Ja, heute zu Gast Henry. Henry hat die Centurion hinterlegt bei mir auf dem Server unter der Anschrift Internet-URL www.cracker.info/pad Paula Anton Dora bitte aufrufen. Ich wiederhole, cracker.info/pad aufrufen. Dort findet ihr einen Link, und zwar der erste auf der Zeile 6. Und das ist der Link zu der Einleitung, die ich jetzt gleich anspreche. Zunächst einmal begrüße ich alle bei Mumble, alle draußen auf dem Stream und natürlich ganz herzlich Henry. Hallo, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern und ein, naja, sehr friedliches und fröhliches Weihnachten auch in diesem Jahr. Wunderbar. Bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, würde ich sagen, ich lese die Einleitung vor, ja? Also, Nostradamus Prophezeiungen. Michael Nostradamus, Michael de Nostradam, der Arzt, Apotheker, Astrologe und Prophet, zieht seit 5 Jahrhunderten das Interesse der Menschen auf sich. Er wird am 14.12.1503 in Saint-Remy in Frankreich geboren. Sein Vater war königlicher Notar. Erzogen wurde er von seinem Großvater, Arzt, der das Interesse zur Naturkunde und Astrologie in Nostradamus weckte. Er studierte Medizin, Astrologie und viel mehr. In den Städten Avignon, Montpellier und Paris. Er wurde bekannt als Pestarzt. Er zog auch durch die Metropolen Europas und bildete sich in den vielfältigsten Gebieten weiter. Auch in den Lehren, welche die Kirche seinerzeit mit Verfolgung und Hinrichtung bestrafte. Er beschäftigte sich intensiv mit Astrologie und entschloss sich, seine Visionen der Zukunft zu veröffentlichen. 1555 erschienen die Zenturien 1 bis 7, welche sogar die Aufmerksamkeit des königlichen Hofes auf sich zogen. Daraufhin ließ ihn die Königin Katharina von Medici zu sich rufen. Damit war er nun immun gegen die Inquisition der Kirche. Denn aus der Familie der Königin entstammten zwei Päpste. Seit diesem Zeitpunkt war er bis heute berühmt mit einer unübersehbaren Anhängerschaft. Seine Voraussagen gehen bis in das Jahr 3797 nach Christus. Zwar gut verschlüsselt, aber schon jetzt sind die Forscher in der Lage, Verse zuverlässig zu interpretieren. Mehr dazu nachzulesen in den Quellen. Zu diesem Anlass, Henry, habe ich dich heute Abend eingeladen. Weiter unten auf der Seite findet ihr Links zu den Zenturien und das sind die Dateien, die Henry mir hat zukommen lassen. Ich gebe nochmal die Anschrift durch, kurz, Henry. Das ist www.cracker.info/sites /nostradamus.htm. Dort sind weiter ganz unten auf der Seite die Dokumente verlinkt. Hallo Henry, du hast mir die Dokumente zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Und ja, wie kommst du zu der Geschichte Nostradamus überhaupt? Möchtest du uns das mal nahebringen? Ja, natürlich, klar. Also erstmal, naja, einige Fehler hattest du schon in deinen Vorlesungen gemacht, leider. Also die ersten Zenturien ist ja richtig, die wurden 1555 eben verfasst und veröffentlicht. Aber es waren keine 7 Zenturien, sondern eigentlich 3,5. Also da wurden 353 Verse veröffentlicht. Denn 1558 wurden eben 644 Verse insgesamt veröffentlicht und die restlichen
1668 hat sein Sohn dieses, was wir heute insgesamt als Zenturien uns bewusst machen, im Namen seines Vaters dann eben verlegt. Also diese sieben Zenturien sind nicht beim ersten Mal komplett verlegt worden, sondern in den ersten und zweiten, ab 1555 und 1558. Willst du jetzt darauf eingehen, wie du zu dem Thema Nostradamus kommst, bitte? Ja, naja, das war schon ein wenig kurios, wo man heute eben lachen kann drüber. Eigentlich hatte ich angefangen mit dem Thomas-Evangelium, weil, naja, im Internet viel, viel geschrieben wurde und viel darüber eben, naja, falsch interpretiert und falsch eben auch geschrieben wurde, habe mich damit befasst. Und wenn man sich, naja, mit Christlichen befasst, befasst man sich automatisch mit der Bibel. Und bei der Bibel ist klar, haben wir ja jetzt die Zeit über, welche ja am 21.12.2012 nachgedacht wurde, dieser Untergang, der ja wieder mit der Bibel, mit der Apokalypse zu tun hat. Naja, Ja, und dann das hat ist man sich spannend. und dann Ja, hat cool. man sich sozusagen damit eben befasst. Und in der Apokalypse kommt ja das Buch der sieben Siegel vor, was eben dieses von Nostradamus, also die Zenturien des Nostradamus sind. Damit sind diese nach meinen Auffassungen eben gemeint. Und diese sollten, die Zeit ist reif, so steht es ja in den Zenturien, in der Bibel drinne bei der Apokalypse, dass die Zeit gekommen ist und dieses gelöst wird. Und da habe ich dann angefangen, darüber eben nachzudenken, habe mich dann eben kundig gemacht über Nostradamus und dieses, was eben noch in der heutigen Zeit von ihm an Briefen und Dokumenten noch zu finden ist in verschiedenen Museen, ob das nun in Wien oder in Moskau oder so ist. Und die wurden ja im Internet veröffentlicht. Und da hält man sich dann an die zwei Briefe, also den Brief an Heinrich den Zweiten, also damaliger König von Frankreich. Und natürlich an seinen Sohn Cäsar, den er verfasst hat, wo er natürlich bei Heinrich den Zweiten drum bittet, um sein Buch, diese Zenturien, dass sie eben nicht von der Inquisition oder von der Kirche eben verfolgt werden, und schreibt in versteckter Form, wie der Schlüssel funktioniert. Und Und diese hier. eben na natürlich zusammen auch im Brief von Cäsar, also an Cäsar, seinen Sohn, der damals zu 1555 2 Jahre alt war. Okay, so viel zu Nostradamus. Ich gebe nochmal die Adresse durch, da haben wir alles gesammelt. www.krecker.info/sites, also SITES geschrieben, / nostradamus.htm. Okay, und wie bist du persönlich denn eigentlich darauf gekommen, nur den Schlüssel zu finden, zu suchen und dich mit Nostradamus zu beschäftigen? Na, möglicherweise hatte ich den Vorteil, eben nichts, kein Vorurteil über, naja, über den Schlüssel zu haben. Und nicht unbedingt, so wie die Wissenschaftler es ja heutzutage oder schon immer getan haben, sie haben versucht, für diese Verse einen Zeitschlüssel zu finden, sodass man jeden Vers möglicherweise zu einer bestimmten Zeit zuordnen kann. Naja, und hat deshalb, weil man diesen Schlüssel schon von vornherein eben angenommen hat, versucht zu finden. Und mir war das erstmal vollkommen egal, wie der Schlüssel aussieht, sondern mir ging es eher um den Schlüssel und was Nostradamus als verschlüsselt sozusagen zu übermitteln hatte. Und diese Verse, wie du ja sagst, naja, sind viele, viele angeblich neu interpretiert worden. Dabei gibt es Verse, wo ein Vers, naja, von 10 verschiedenen Leuten 10-fach interpretiert wurde, jeweils anders und trotzdem in gewisser Hinsicht ja immer vom Sinn her funktionierte, aber 10 verschiedene Sachen auf einen Vers hat Nostradamus ganz bestimmt nicht so gemeint. Also da mir diese schon damals klar war, musste also der Schlüssel irgendwie anders funktionieren. Und dieser Schlüssel ist einfach, naja, nicht so schwer zu finden oder so schwer zu verstehen, wie mancher eben glaubt.
Okay, du hast aber auch keine Zeitlinie, wo du jetzt das einsortieren kannst, oder? Ja, na du sie, also jeder kann ja sozusagen dieses, was ich entschlüsselt habe, und ich habe es nicht so wie eben die Wissenschaftler, mal diesen Vers, weil sie ihn den möglicherweise besser fanden oder besser interpretieren konnten, sondern ich habe vom ersten Vers bis zum letzten eben durchgehend die Reihenfolge, die Nostradamus ja bestimmt hat, an den Versen eben genommen und habe den Schlüssel verwendet, und dieser Schlüssel besteht eigentlich nur aus den Versnummern, die über jeden Vers drüber stehen. Okay, wollen wir gleich zur ersten Zenturie gehen? Dieses mit dieser ersten Zenturie, es ist schwer zu bestimmten Zenturien in der Hinsicht zu gehen, weil selbst dieser entschlüsselte Text genauso funktioniert, wie eben die Zenturien von außen hin es darstellen. Sie sind offensichtlich in der Zeit ja durcheinander gewürfelt worden, wie eben Nostradamus es ja auch aufzeigt. Und genauso sind die entschlüsselten Texte. Jede Zeile, die man entschlüsselt, ist zwar eine Zeile, aber da es um mehrere Themen geht in der entschlüsselten Text, muss man selbst diese Zeilen als einzelne erstmal sortieren. Und wenn man sie sortiert oder so, dann merkt man, welche bestimmten Themen Nostradamus eben anspricht. Da ist eben ein Thema natürlich klar, warum er überhaupt dieses so verschlüsselt hat. Und wenn man dieses dann eben nachlesen kann und die Zeilen in eine Reihenfolge bringt, so dass ein Text entsteht und kein Vers, sondern ein durchgehender Text, der wie ein Kapitel zu lesen ist, dann kommt man auch dazu, um was es geht. Es geht nämlich in diesem Vers um fünf bestimmte Orte, wo an fünf verschiedenen Orten eben etwas hinterlegt wurde. Vom damaligen Nostradamus oder von der Gemeinschaft, die Nostradamus damals vorgestanden hat. Jetzt auf Alpenparlament wurde erst jemand interviewt, das war die Frau Rose, zu dem Thema Nostradamus. Und sie ist der Überzeugung, eine Frau Rose Stern, und sie ist der Überzeugung, dass der Vesuv ausbrechen wird. Bist du derselben Meinung? Natürlich wird er ausbrechen. Ist ein aktiver Vulkan, also dass der ausbricht, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also dass darüber Nostradamus eine Offenbarung macht, wäre für mich nicht verständlich. Meinst du, das hängt zusammen mit diesen 3 Tagen Dunkelheit, die ja auch von anderen prophezeit wurden? Nein, also das ist vollkommener Unsinn, was die Frau schreibt, aber das ist eben ihre Auffassung von den Texten, weil sie sagt, ich hatte ja diesen Beitrag mir natürlich angeguckt, weil alles, was zu Nostradamus eben rauskommt, interessiert mich natürlich sehr. Und sie sagte ja einfach nur, naja, sie hat eben in diesem Text vielfach den Namen Venus eben gefunden. Und diese Venus entspricht nach ihrer Auffassung nach, wenn man diese Venus das Wort umstellt und ein wenig verändert, dann entsteht daraus eben Vesuv. Und wenn man dieses dann eben ja in bestimmten, keine Ahnung, was sie da darunter meint, eben Stellungen bringt, dann entsteht um diesen Vesuv oder was wie ein großer Kreis oder wie eine Ellipse, wo dann möglicherweise der Krater eben ausbricht über ganz Europa und Afrika, keine Ahnung, wie sie darauf kommt oder so. Das ist also aus diesem Text überhaupt nicht ersichtlich. Und ja, sie sagt, sie hat schon 30 Jahre daran geforscht. Das mag sein, mir nicht bewusst, weil sie hat sich zumindest in den Kreisen um Nostradamus, wenn man sich so im Internet umschaut, ist sie mir nicht bekannt. Entschuldigung, aber so ist es. Okay, was hat denn Nostradamus mit den Templern zu tun?
Naja, Nostradamus eben, das ist ja der Grund, wie ich sagte, wenn man diesen dann zusammenstellt, diese einzelnen Zeilen, dann sagt er, dass er damals 1555 eben 13 Jahre oberster Ritter des Templerordens war, der natürlich damals im Untergrund, naja, sein musste, weil Philipp der Schöne schon 1307 eben diesen Templerorden an den Pranger gebracht hatte, wegen Schulden und die er sozusagen an die Templer hatte, hat er, naja, einen Komplott geschlossen, wo er ihnen vorgeworfen haben, dass sie eben nicht mehr Gott anbeten, sondern Baphomet und, naja, eben untereinander Geschlechtsverkehr und weiß ich was, den Gott so ja anspucken und hat sie verfolgen lassen, den obersten Templer verbrennen hat lassen, aber die Schätze der Templer hat er eben nicht gekriegt, die er, das wollte er ja aus den Schulden rauskommen und einen neuen Krieg mit den Engländern anfangen, aber das konnte er eben nicht machen und um den Scheiterhaufen wurde ihm ja gesagt und dem Papst, dass sie innerhalb eines Jahres sterben werden und genauso ist es eben passiert. Es gab doch da einen König, der ist gestorben, ne? Und das hat er auch prophezeit, oder? Was meinst du? Da ist doch König von Frankreich ist doch gestorben bei einem Turnier. Kennst du die Geschichte? Ja, das ist ja dieser Vers eben 1, nee, 1,35, wo er eben gesagt hat, in einem Kampf eben im goldenen Käfig wird eben der König sterben durch einen Jüngeren. Aber das ist natürlich vollkommener Unsinn. Darüber war Nostradamus selbst erstaunt, dass der Vers auf dieses eben zutraf, ein wenig zutraf zumindest. Weil eigentlich, naja, der Jüngere oder der Ältere gab es ja nicht. Also dieses Turnier wurde von Leuten eben, naja, untereinander gemacht, die gleichaltrig waren. Da gab es keinen Jüngeren und Älteren, die waren alle beide 40 oder so, wie mir eben, wo ich nachgeguckt habe, da muss man nicht sagen, der Ältere besiegt den Jüngeren oder umgedreht. Das ist nur eine Interpretation von. Um eben zu zeigen, seitdem, wie du ja sagst, seitdem war eben Nostradamus selbst in Frankreich ein großer Seher. Und wenn du eben in die alten Papiere guckst, wie eben die wirklichen Seher, die damit eben ihre Horoskope für das arme Volk oder für andere gemacht haben, die haben ja nur über Nostradamus geschimpft, dass er von Horoskopen und so was keine Ahnung hat. Also das kann man nachlesen. Und man hat ja eben auch einige Horoskope von Nostradamus gefunden, die eben überliefert noch waren. Und da waren eben wirklich Fehler drin, dass manche Planeten in falschen Häusern gestanden haben. Aber er denn, naja, seine Prophezeiung eben trotzdem gemacht hat. Und die waren eben richtig, wieso, weshalb auch immer. Aber zumindest die Horoskope, so wie er sie aufgezeichnet hat, waren eben nicht exakt. Ah ja. Okay, an Leute, die in die Zukunft sehen können, glaube ich auch. Und du glaubst auch, dass Nostradamus jemand war, der in die Zukunft sehen konnte, ne? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube im Prinzip darum, an Nostradamus, wie ich sagte, er sagte ja, dass er eben im Untergrund der oberste Ritter oder der erste Ritter, was wir jetzt sagen würden, die Illuminaten oder die Logen, die ja die Tempelritter, die Vorläufer sind. Also er war der im 33. Grad, was man heute eben kennt, war und sozusagen der oberste Ritter. Und er hat eben gemerkt, dass dieser Orden im Untergrund auseinanderbricht. Eben er war, was wir sagen würden, in der Weißen Bruderschaft. Und die Gegenpartei war die um Scaliger, der eben sozusagen das, was wir heute Skull and Bones nennen, dieser Orden. Und dem ging es mehr darum, eine Elite zu schaffen. Und diese Elite, naja, sollte denn das kleine Volk beherrschen. Und die Weiße Bruderschaft war zwar auch Elite, aber wollte eben für das Volk eben die Städte erneuern und so was alles und nicht alles nur für sich selber haben. Und als dann eben der Nostradamus oder die Gruppe um Nostradamus dieses feststellte, haben sie eben fünf Gegenstände, die zu ihren Ritualen im Geheimen sozusagen immer notwendig waren, naja, beiseite geschafft und die suchen sie heute noch, diese fünf Artefakte, wie wir sie eben nennen würden.
Ja, wie ist dann Nostradamus zu der Einsicht gekommen, die Menschheit ginge bis 3997 oder so ähnlich weiter? Er ist darauf gekommen. Er hat es im Prinzip nur in seinem Brief, so wird es interpretiert. Also irgendwie hatte Herr Klitzke, also in seinem, hat er auch diese Zahl 37, 39 oder so, naja, erwähnt, dass das irgendwie 1 durch 127 ergibt wohl die Zahl. Das ist wohl eine Elle. Also das geht nicht darum, dass es ins Jahr 3739 geht, sondern ja, das ist eine Zahl, die in dieser Prophezeiung oder in das, was er jetzt eben übermittelt hat, im entschlüsselten Text eine Rolle spielt. Und dieses hat eben mit den Pyramiden zu tun. Und über die Pyramiden schreibt eben Nostradamus in seinem entschlüsselten Text eine ganze Menge. Was denn zum Beispiel? Naja, er beschreibt einiges, was notwendig ist, und er beschreibt einiges, was zum Beispiel im Taltempel passiert, oder wie er den Taltempel oder die Leute damals den Taltempel wahrgenommen haben, und zum Beispiel eben auch, dass im Grab von Imhotep, so schreibt er das zumindest, etwas Wichtiges hinterlegt worden sein soll von Imhotep selber. So steht es wohl zumindest drinne, in einem geheimen Raum, wo darüber Klarheit kommen wird, was die Pyramiden oder wer die Pyramiden gebaut hat und aus welchem Grunde sie gebaut wurden. So wurde das übermittelt. Also, und Und aus diese, welchem Grund wurden die gebaut? keine Ahnung, ich war noch nicht in dieser Kammer drinne. Also dieses Grab von Imhotep ist ja dieses K33, der 33 komischerweise eine wichtige Zahl auch in der Cheops-Pyramide, also die Außenkanten des Sarkophags in der Königskammer. Also ist schon sehr, sehr erstaunlich, welche Zufälle doch da passiert sind bis jetzt. Ja. Na gut, wie hat Nostradamus dann das aufschreiben können, wenn er nicht in die Zukunft sehen konnte? Er hat doch nicht über die Zukunft geschrieben, habe ich doch gesagt. Er hat gesagt, was sozusagen aus der Vergangenheit ist. Und er hat im Prinzip eben gesagt, wo er diese Gegenstände hinterlassen hat. Was hat denn mit der Zukunft zu tun? Wann wir sie finden, diese Gegenstände oder so, also das steht in den Sternen. Er hat nicht eine einzige Jahresangabe im entschlüsselten Text gemacht. Wer sagt dir denn, dass irgendetwas über die Zukunft im entschlüsselten Text drinne ist? Irgendwelche Wissenschaftler, die das schon immer glauben, die aber nicht ein einziges bisschen diesen entschlüsselten Text je hatten, die haben irgendwelche, naja, irgendwelche Verse neu interpretiert, aber das ist doch nicht entschlüsselt, nur neu interpretiert. Und insgesamt haben sie ja auch von diesem ganzen Text wohl 183 Verse erst interpretiert, und es gibt aber 900 und 42 oder 43 Verse. Okay, was liest du aus den entschlüsselten Texten von Nostradamus, die du mir hast zukommen lassen? Was ist das dann? Ja, ich bin ja noch dabei, darum hast du ja so wenig. Also mancher wird sich möglicherweise wundern, dass eben ja die erste Zenturie zweimal auftaucht, weil eben selbst Nostradamus in der Hinsicht, naja, eben einen entschlüsselten Text hat. Der ist da, und im entschlüsselten Text ist eine innere Wahrheit. Also da reicht man einfach Buchstaben weg. Also durft keine mehr verschieben, sondern nur wegstreichen, und erhält einen neuen Text. Also man hat zwei Texte, die Nostradamus sozusagen vermittelt. Und ich glaube nicht, dass Nostradamus, das schreibt er auch in seinen Texten, dass er die alleine gemacht hat, sondern diese ganzen Verse, und so wie das verschlüsselt wurde, ist ein Gemeinschaftswerk, das wurde in Auftrag gegeben. Und diese 13 Jahre, wie er da eben schreibt, in diesen 13 Jahren wurde das wohl von einer größeren Gruppe im Untergrund so verschlüsselt eben gemacht. Okay, alles klar. Gut, möchtest du noch was anfügen, bevor wir jetzt die Mikrofone freischalten und die Fragestellung zulassen? Nö. Schalt ruhig frei. Okay, dann würde ich sagen, vor der Fragerunde mache ich jetzt noch einen ausleitenden Satz und dann beginnt die zweite Aufnahme. Das war die Cracker Info Show.
jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info. Gleich im zweiten Teil geht's weiter. Wer mitreden möchte, geht bitte auf cracker.info mitreden. Bis gleich.